Hallo und herzlich willkommen hier zu Myst Dia Revelation. Hier sind wir wieder. Ja, wir sind immer noch an dem Kasten hier, wo wir die Kombination einstellen müssen. Also wir haben sozusagen ein Kombinationsschloss mit 5 verschiedenen Symbolen hier, die wir wissen. Allerdings die Reihenfolge natürlich wissen wir nicht. Und die guten Rechner unter euch können sich natürlich ausrechnen, wie viele Kombinationen da entstehen, ne? Bei dem einen wissen wir noch nicht einmal hier, ja, da sehen wir halt nichts, ne? Und ich werde uns aber jetzt nicht lange auf die Folter spannen, weil ich werde das jetzt hier nicht rausgamblen sozusagen, bis ich das Ganze hier habe. Ich mache das einfach mal wieder ganz auf die, ja, bequeme Weise. Ich meine, das Spiel hat die Funktion und wir werden sie jetzt einfach mal nutzen. Es wäre zwar schöner, wenn man das nicht nutzen müsste hier, die Lösungsfunktion hier, die Lösungshilfe. So, Hilfesystem, das müsste das hier sein. Torrätsel, ne, ist nicht das Torrätsel, das haben wir ja gehabt hier. Das hört sich irgendwie pervers an. Ich lese es jetzt mal nicht vor. So, ist das Frackrätsel? Nee. Das ist es auch nicht. Ist es das hier? Totemrätsel? Soll es bis jetzt mindestens 5 dieses Symbol gesehen haben? Wo hast du sie gesehen und welche Kreaturensymbolen sie? Ja, gut. Ja, mit den Kreaturen, was die symbolisieren, ist schön und gut, aber das bringt mir einfach nichts weiter. Ich kann daraus einfach keine Reihenfolge ableiten. Aber ist das auch das, was ich meine? Kreaturenrätsel? Schon mal in einem Streichelzoo gewesen. Hm? Ne, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, welches Rätsel zu welchem gehört. Kamodil-Rätsel. Ist das das Totem-Rätsel? Dann machen wir mal einen zweiten Hinweis. Wenn du dich daran erinnerst, welche Kreaturen die Totem symbolisieren, könntest dir später an der Hütte am See helfen. Für jedes Zahlenschloss braucht man die richtige Kombination. Werde zum Fährtenleser und gehe zu Aichenas Turm, wenn du die Kombination dieses Schloss herausfinden willst. Zu Aichenas Turm. Damit kann ich absolut nichts anfangen. War das das Boot am Anfang oder das Schiffswrack? Turm? Wir haben hier noch einen Turm, oder ist das das Frack, oder? Warte, ich schalte noch auf 1 zurück. Frackrätsel, ja doch, also das sieht ja aus wie ein Turm, von daher. Aber da habe ich hier eigentlich auch nichts. Ich habe mir da zwar was und behält wahrscheinlich wieder mit den Tönen da, aber mit dem habe ich es einfach nicht. Wenn ich da immer wieder mal so 2 Tagesrhythmus aufnehme und dann weiß ich es einfach nicht mehr. Habe ich es vergessen. So, ich nehme jetzt mal Hilfe 3. So, erkunde Heaven, um die Symbole von 5 Toten zu finden. Notiere es in deinem Journal. Welches Symbol, welchem Tier zuordnet ist, finde im Schiffswrack ein Zeichen, die Fährten mit verschiedenen Nahrungsmitteln befindet. Beobachte Heavens Tierwelt, um herauszufinden, welche Spur zu welchem Tier gehört. Ja gut, klar, kann man machen. Finde in Aachenas Turm die zusammengerollte Karte, die eine Pyramide zeigt. Okay, kehre zur Brücke. Bei der Hütte am See zurück, positioniere die 5 Knochen des Coaches so, dass die Symbole jeweils die absteigende Reihenfolge der Pyramide entsprechen. Ja, toll. Ja, ich schreibe jetzt den Namen hin. Das ist aber wieder ganz toll. Und die habe ich mir gar nicht gespeichert, ne? 1, 2, 3, 4. Ist es vielleicht auch dann hier die Löcher, wo noch sind? Pyramide. Habe ich irgendwo eine Pyramide aufgenommen? Also eine Zeichnung mit Pyramide? Das weiß ich nicht. Ich gehe mal hier zurück. Ja, eine komplett. Also, dass das dann gelöst wird, das Rätsel, das gibt es halt auch nicht, ne?
Ach so, der Zip-Modus. Ha, jetzt verstehe ich. Das ist das eine Symbol. Den habe ich jetzt aber in dem Spiel halt gar nicht wirklich benutzt, ne? So, geht es hier auch? Ja gut, wenn ich jetzt hier, dann komme ich wahrscheinlich dann nicht hier, oder? Doch. Ah, das geht also. Warte mal, dann gucken wir doch mal. Ja gut, das wäre jetzt schön gewesen natürlich, wenn wir da im Frack gelandet wären, aber okay, ne, wir können ja mal gucken, wir haben... Haben wir uns das hier nicht irgendwie... Ist da irgendwo eine Zeichnung mit Pyramide? Ah, das ist keine Pyramide. Nö. Definitiv nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Irgendwo was übersehen? Ja, das kann natürlich gleich sein, ne? So, Arenas Turm. Das ist wahrscheinlich das Kombinationsschloss, okay. Ja, wo soll denn sein? Ja, höchstens das eine da, aber naja. Da müsste ich doch auch irgendwie hinkommen, oder? Ja, wir waren überall, das muss sein. Ich hab bloß den richtigen Dinger rausfinden hier. Ah, das haben sie auch als wichtigen Ort hier benannt, okay. Naja, das bringt mir eigentlich gar nichts. Ja, aber da, wo es eigentlich drauf ankommt, da habe ich keine Schnellreisefunktion für. Ja, nee, ich kann jetzt der ganzen Sache ganz einfach nicht folgen mit dieser Pyramide. Weil wir waren hier wirklich im Dschungel schon überall. Wir waren überall. Oder ist der Turm hier gemeint? Aber da war doch... Ja gut, das will ich jetzt mal nochmal genauer wissen. Weil ich will ja nicht so sein, dass ich hier die Lösung jetzt hier missbrauche einfach. Nur weil ich halt die Lösung habe oder so. Ja, das ist ja eigentlich auch... Also das müsste ein Turm sein, oder? Ah, ich sehe schon was, okay. Ich sehe schon was. So, ja, hier ist doch noch was. Okay, ja gut. Ich mache einfach mal noch der Form halber ein Foto hier. Und jetzt sehen wir hier einen ganz großen Pfotenabdruck. Und dann den hier und den hier und den und den. Und dann muss man das Ganze hier natürlich noch einordnen. Zu welchen Viechern das gehört hier. Jetzt können wir mal gucken. Aber wir haben doch da... Ne, aber das war in seinem Tagebuch, glaube ich, drin. Ja gut, hier zum Beispiel. Ja, da fehlt eines eigentlich, oder? Aber prinzipiell ist es halt so das stärkste Tier und das schwächste Tier, wenn man es noch so will. Ja. Nee, was wir jetzt ausprobieren werden, das ist einfach mal so. Jetzt möchte ich wieder zu dem Ort zurückkommen. Ob das jetzt 1, 2, 3, 4, 5 sozusagen ist, ja. Das wäre ja fast zu einfach. Ach ja, muss ich wieder hier ziehen. Also das sage ich 1, 2, dann 3 das Kästchen hier, 4, und 5. Das wäre dann die Reihenfolge.
Ja, nö, das funktioniert gar nicht. Willst du mich verarschen? Jetzt müsst ihr nochmal alle Totems abklappern, oder wie? Um rauszufinden, was für ein Tier das ist jeweils. Ne, das kann doch nicht sein, also sorry Leute, das ist ja mal total bescheiden. Das ist ja mal total bescheiden. Ja gut, ich gucke nochmal an den, da war ja in der Nähe ein Totem. Da hinten zum Beispiel ist ein Totem. Ich kann da jetzt nochmal hinlaufen. Ich meine, da sind die Viecher da, aber... Ja gut, das sind die mit dem Huf da. Ja, was soll das hier für ein Viech darstellen? Sind es die? Na gut, das können wir nochmal nachchecken. Also wir haben jetzt das letzte Bild zum Beispiel gehabt. Die mit dem Ruf zum Beispiel hier jetzt, wenn das das unterste letzte Symbol wäre, dann wäre das dieses, was war das jetzt gerade hier an dem Pfahl? So, dieses S. Also ist man nur gucken, was haben die anderen Pfähle für Symbole gehabt oder was sollen die für ein Tier darstellen? Was sollte das hier zum Beispiel darstellen? Ja, ja, leider habe ich jetzt in dem Bild natürlich die Perspektive verloren, ne? Das ist das Problem bei der ganzen Sache. So, hier. Was soll denn das darstellen? Also da kann ich überhaupt nichts dabei sagen. Ich meine, dass das die Affen sind, das sieht man eindeutig. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was für einen Fußabdruck die haben. Ja, das, ja, das waren die Katzen. Hm. Tja, nee Leute, ich werde es jetzt einfach mal so machen. Wartet, ich sag's gleich. Jetzt erst wieder mal zu dem Ort zurück hier. Ja gut, ich könnte jetzt wieder zippen oder zappen oder wie auch immer. Na doch, ich zapp hier einfach mal, komm. So, ich mache jetzt einfach mal so. Ich mache jetzt mal ganz kurz eine Suche nebenher. Ich lasse euch jetzt mal gerade mit dem Bild hier allein. Brauchen wir kurz mal einen Explorer. Jetzt machen wir es mal so, vielleicht ist im Internet hier, das ist abgebildet hier. So, Mist. Mist 4, da, so. Ja, mal schauen, vielleicht die Lösung hier, mal gucken, wie schaut es denn da aus. Aha, die ist blöd, weil, nee, sie ist nicht blöd, aber die ist gerade hier ungeschickt. Braucht da bitte, dass ich da überall... So, was ist denn das hier? Ich will ja nicht alles, aber möchte hier eigentlich gerade den speziellen Teil hier haben. So. Das ist, nee, das war das Torret, das haben wir ja selber gelöst. Okay. Dann muss es hier drin sein. Was ist das hier? Ah ja, das ist besser. Ich schreibe mir das mal kurz hier auf den Zettel auf. Ja. Das dritte Symbol. Also am ersten Hebel 3. Dann das zweite Symbol. Dann 5.
Ja, die sind ja ganz lustig. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Symbol war. Ein Drittel. Ach so, das fünfte Symbol, ja, das ist, dann ist das erste Symbol an der Stelle, an der dritten Stelle, das haben sie ein bisschen blöd geschrieben. Vierter Hebel. Genau, ist das fünfte dann und den fünften Hebel, bis man das vierte Symbol erkennt. Gut, das kann man hier unten, na, da haben sie auch noch ein Bild. Okay, das ist das Viereck, dann dieses komische Triforce, dann dieses Kleeblatt. Das eine sieht man und dann das S zum Schluss. Gut, das habe ich selber tatsächlich rausgefunden, dass das S wahrscheinlich hinten stehen muss. Alles klar. So, und jetzt kehren wir ins Spiel zurück. Ja, ihr hattet jetzt hier ein schönes Bild hier, ein Standbild, wenn man so will. Ja, ich denke mal, da ist mir jetzt keiner böse, weil ich würde da jetzt noch 5 Stunden dran rumrätseln, na, bis ich das hier raus habe. So, wie war es jetzt nochmal? Das dritte Symbol. Ja, das hat man ganz am Anfang ja auch, ne? Was ich halt vermutet habe, das größte Tier. Dann das zweite Symbol, das ist dieses komische Triforce hier. Dann das erste Symbol, das ist das Kleeblättle. Und das fünfte Symbol, ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ach so, wie das hier. Ich weiß gar nicht, wo war das fünfte Symbol dran, an welchem Ort hier. Das ist das hier dann. Und das ist das vierte Symbol. Das S hier. Ja, man hätte das tatsächlich zusammen kombinieren können. So, war richtig, alles klar. So, jetzt hat sie was hochgedreht. Es sieht aus wie so eine Hand, ja. Ja. Sieht nicht so aus, ist aber auch keine, okay. Ach, da hat er Steine zur Beschwörung als Gewicht drin, okay. Ah, nee, das ist doch eine Hand hier. Ist ja lustig. Hat eine große Hand gebaut. So. Jetzt kommen wir weiter. Das ist doch mal hier was, ja, oder? Okay, das hat sich jetzt automatisch wieder eingefahren. Ja, jetzt können wir erstmal hier reingucken. Da ist die Tür schon so komisch. Ja, wir gehen erstmal da rein, würde ich sagen. Okay. Ja, da hat er sich sehr schön eingerichtet. Doch, doch, ja. Kann man die Truhe hier öffnen? Tatsächlich. Ja, man sieht hier fast gar nichts, was er denn da Schönes. Also Seildinger da. Man kann hier eigentlich gar nichts machen, ne? Ne, man kann hier nur reingucken. Was soll denn das hier sein? Soll das Flossen darstellen, ja? Oder zum Schwimmen? So, da kann man sitzen. Was hat er denn da? Kann man hier hochsteigen? Ja, wahrscheinlich. Ein Hammer, okay. Ja, da hat er sich auch wieder eine Truhe hingestellt hier. Da hat er ein Hemd. Bitte, ich ertrage es nicht mehr. Es ist zu spät. Zu spät. Sie sind alle tot. Alle sind tot. Wer denn? Keine Ahnung. Ja, da haben wir noch eine Truhe, können wir die öffnen? Ja, die können wir auch öffnen. Ah, sogar so kleine Fässchen hat er hier, okay. Werkzeuge. Aber alles im allem liegt ein Schachbrett drin, ich weiß nicht, ja, aber trotzdem hier, wir finden hier nichts, was von Interesse ist. Das sieht aus wie eine kleine Kurbel hier. Da ist ein Buch, wahrscheinlich wieder ein Tagebuch. Bevor ich das angucke, möchte ich aber hier unten noch ein bisschen fertig gucken. Ja, Nobel, Nobel, sogar mit solchen Klappen hier.
Was ein Fensterladen zumachen kann. Humpen. Also der Sitz, der sieht ja schon mal richtig stylisch aus hier, ne? So, und jetzt lesen wir das Buch hier. Ich weiß, es geht noch nach oben. Da war auch so ein Lederbeutel, habt ihr den gesehen? So, okay. Also ich werde es wieder vorlesen lassen, natürlich. Weiß nicht, ob ich es tun kann. Stift fühlt sich komisch an. Rutscht immer. Ist so lange her. Aber was soll ich sonst tun? Was? Ging heute zurück zum Wrack. Erstes Mal, seit ich ins Haus zog. Fand seine Knochen so, wie ich sie zurückließ. Sind jetzt sauber. Gebleicht vom Wasser. Wie oft habe ich es seitdem durchlebt. Sonne sank in die Wellen. Spitze meines Speers. Nass vom Gift. Sehe mich geduckt in der Nähe der Felsen. Bin sicher, er kommt. Wegen seines Gefährten. Manchmal in meinem Kopf ist es anders. Gift ist verwässert. Oder einer ihrer Stricke reißt. Er geht zurück. Ich treffe nicht. Sie fliehen beide. Wir alle haben einen Tag mehr zu leben. Habe Fallen neu gesetzt. Im Sumpf ist eine verrostet. Muss zum Depot und reparieren. Auf dem Rückweg hat eine Kamudail einen Safety erlegt. Genaue Bewegungen. Nicht eine Bewegung umsonst. Safety hat wohl nichts gemerkt. Nicht, was ich erwartete. Leben am Wasser. Es ist ruhiger. Nicht so windig. Aber es regnet noch immer stark. Und es ist heiß. Sehr heiß. Okay. Der Unterschied sind die Schreie. Jetzt viel näher. Überall. Gehen mir auf die Nerven. Kann nicht schlafen. Zu viele Schreie. Wenn ich die Augen schließe, was ich sehe, die Gesichter. Mein Gott, Cyrus, haben wir wirklich so viele getötet? Habe gerechnet, so gut es ging. 8 Jahre. 3, seit ich den letzten Serpati tötete. Denke dauernd, sollte was für ihn tun. Einen Tribut neben die Knochen legen. Totem vielleicht. Die Schnitzerei würde mich sicherlich lange beschäftigen. Vielleicht für jeden einen. Was soll's? Was soll's? Kann so nicht weitermachen. Kann nicht denken. Vielleicht hat er tatsächlich so ein bisschen Reue empfunden, ja? Das kann man jetzt nicht so genau sagen. Aber so kam er auf die Idee mit den Totems. Muss was tun. Darf nicht an die Träume denken. Vielleicht ein paar Tage in den Süden. Draußen schlafen. Mein Gottvater, muss es dasselbe sein? 2 Wochen durch den südlichen Dschungel und wofür? Immer dasselbe. Immer das gleiche Nichts. Kann nicht mehr. Kann so nicht leben. Kanaks kamen, als ich weg war. Vergaß, wie agil sie sind. Mutiger, wenn sie in Gruppen jagen. Haben sich wie verrückt vermehrt, seit ich ihren natürlichen Feind tötete. Sollte vielleicht was unternehmen. Vielleicht kann ich ein Ende der Brücke neu machen. Irgendwas, um sie auszusperren. Ging heute zurück in den südlichen Dschungel. Hoffte, ich hätte was übersehen. Ja, er hat dann, das waren die Affen. Deswegen hat er solche ausgeklügelten Mechanismen hier gebaut. Und auch hier die Brücke hier. Mit dem Code. So, blätter mal weiter. Was tun? Übersehen. Habe einige Mangrys gesehen. Spielten unter ihrem Nest.
wollte Vorräte auffüllen, konnte aber nicht. Sie sahen so friedlich aus, drehte mich um, um zu gehen, sah, wie einer mich beobachtete. Wohl ihr Späher. Frage mich, wie lange er wusste, dass ich da war. Kaum noch Tinte. Verdünne sie. Versuche vielleicht mehr zu machen. So wie es mir einst die Chamelwood-Bäumlinge lehrten. Habe im Süden einige Blätter gefunden, die man vielleicht für Tinte benutzen könnte. Habe ein paar zum Experimentieren gepflückt. Dabei habe ich bei den Mangrees was Komisches bemerkt. Die im Norden rennen weg, wenn sie mich sehen. Die im Süden gucken nur neugierig. Ist ja lustig, okay. Ja, da ist mir dann die Farbe ausgegangen, okay. Neue Tinte ist okay. Andere Farbe wäre schön. Ich werde am Morgen zurück in den Süden gehen. Vielleicht finde ich andere. Ich glaube es nicht. Ging, um mehr Blätter zu pflücken und fand einige schon gepflückt vor. Sie lagen da, wo ich gearbeitet hatte, auf einem Haufen. Müssen die Mangrees gewesen sein. Imitieren sie mich? Wahrscheinlich. Verbrachte den Großteil des Morgens im Aussichtsturm, versuchte zu beobachten. Will herausfinden, was sie tun, wenn ich nicht da bin. Konnte nicht viel sehen. Bäume zu dicht. Möchte gerne näher ran. Müsste was anderes bauen. Nicht mehr viel vom Wrack übrig. Mag die Idee, natürlich zu leben. Okay, er mag es. Ist ja schön. Wie zum Henker haben es Servidros Leute geschafft. Schufte den ganzen Tag an den Stützen. Alle Muskeln tun schon weh. Die Mangrees hatten aber Spaß, mich zu beobachten. Einer unterbrach sein Spiel, um mir Ratschläge zu geben. Sah zumindest so aus. Hat auf mich eingeschnattert. Ich wollte schon antworten. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Kann nicht. Heute Abend. Ich habe den Turm gezeichnet. Wollte ihren Ausdruck richtig hinbekommen. Mangrees spielten ihr Lieblingsspiel. Fruchtwerfen. Ball rollte unter den Turm. Plötzlich hörte ich einen Schrei, den ich noch nie hörte. Eine Reihe hoher und tiefer Töne. Sah hoch und merkte, wie sie mich alle anschauten. Zeigten zum Ball und machten dieses Geräusch. Als ob sie mich rufen würden. Beim Namen. Sie gaben mir einen Namen. Was soll ich tun, Vater? Was? Ja, haben sie dich dann Ball genannt, oder was? Keine Ahnung. So, geht es noch weiter? Nee, okay, das war die letzte Seite, oder? Wie ja, zum Henker haben es Servidros Leute geschafft. Gut. Normalerweise kommt ja dann wieder eine leere Seite. So, da war aber ein was. Nee, das ist nicht interessant. Nee, Quatsch, das brauchen wir uns nicht fotografieren. Da war ja das mit den Totems, aber das haben wir ja schon lange gelöst hier. Das brauchen wir jetzt dann nicht mehr. Im Prinzip haben wir jetzt nochmal Sachen bestätigt bekommen, die wir eigentlich jetzt alle schön so gelöst haben. Die er so da auf seinem Ding dann gefunden hat. So, komme ich jetzt hier so nach oben? Ja, hier komme ich nach oben. So, das ist der Aussichtsturm. So, was macht denn hier? Ah! Da hat er ein schönes Windspiel gebastelt. Okay. Sieht aber auch ein bisschen aus wie Pfeifen, ne? So, so komisch, so ein bisschen abgeschrägt. So, jetzt können wir mal hier rumgucken. Hier liegt noch was. Da kommt man wahrscheinlich wieder runter, ja. Da ist ein Teleskop oder was auch immer. Kann man es benutzen? Kann man benutzen, ja. Naja, die Auflösung ist nicht gerade richtig toll, ja. Und was soll man dadurch sehen? Das ist die große Preisfrage. Was soll man dadurch sehen können? Na gut, da drüben ist noch ein Turm.
Ja. Ja, man kann halt da ein bisschen durchgucken. Ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie wichtig ist. So, da kann man nichts machen. Ah, der Hocker ist umgeflogen. Da. Ja, die Viecher können ja in der Luft schweben, oder? Sitzt da jetzt hier irgendwo? Ne, die können irgendwie schon schweben. Sehr interessante Viecher, ne? So, was hat er denn da gemacht? Hat er gemalt oder was? Sieht so aus, wo waren die Farben her? Das ist ja sehr geil. Ja, im Prinzip, wenn man viel Zeit ist, macht man halt sowas, ne? Was willst du auch die ganze Zeit machen, wenn du nichts baust? So, was bedeutet das? Sieht fast aus wie Morse oder so, keine Ahnung. Jetzt machen wir da auf jeden Fall ein Foto von. Ein Quadrat und dann was längliches und da in der Mitte nichts, okay. Ja, das soll so ein Affe sein, okay. So ein Mankree oder wie der sie genannt hat. Ah, und hier können wir noch was angucken. Wenn du mich sehen könntest, Bruder. Ich mische Farben, wie es uns die Baumbewohner der Kanalwelt gelehrt haben. Erinnerst du dich daran? Tja, er hat wieder mit sich selbst gesprochen wahrscheinlich an der Stelle. So, mal nur noch da oben gucken. Ja, mehr gibt's hier einfach nicht. So, hier können wir noch hin. Aber hier können wir nichts machen, ne? Nee. Ja, hat hier auf jeden Fall eine Fahne oben rauf noch. Was ja auch schon ganz nett ist. Tja, gut Leute, dann wäre ich eigentlich auch wieder für heute durch. Ich sag erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch Like, Kommentar da und ja, dann schauen wir mal weiter, wie das hier noch weitergeht, ne? Ja, bis dann, sagt euer Lego. Ciao, ciao.